könnt ihr bitte Papier führen und etwas zum Schreiben? Ja auch. Weil ich erkläre euch heute die Abstimmung zum neuen Filmgesetz. Die bitte. Streaming-Plattformen. Right? Wir lieben sie und wir schauen gern. Aber hey, sie lieben auch euch. Weil sie verdienen unfassbar viel Geld. Aufwärts ist es gegangen. Stetig. Und mit dem viel Geld können sie sich schöne Häuser kaufen. Häuser. Oder auch Raketen. Bitte weg. Das neue Filmgesetz will jetzt, dass ein kleiner Teil von dem Geld, das hier in der Schweiz umgesetzt wird, also wo ihr zahlt, auch wieder in der Schweiz ausgegeben wird. Kleine bisschen da. Anders gesagt, Schweizer Unterhaltung produziert. Schweizer Unterhaltung, denkst du jetzt vielleicht? Ihr kennt es natürlich, zum Beispiel die Schucker, Schweizer Fernsehserie oder verschiedene Schweizer Filme wie Wolkenbruch, Latschspitz, Baby. Oder hey, vielleicht dein Film oder deine neue Serie. Oder ich schreibe Serie und bin dann auch die Hauptrolle. Und dann werde ich berühmt. Ja, gut, weiter dir. Das Gesetz gibt es schon in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und die Erfahrung zeigt, dass Streaming-Abos nicht teurer werden. Keine Preiserhöhungen bei Einführung in Nachbarländern. Ganz genau. Weil die Firmen müssen das Geld nicht am Staat abgeben. Ja, bitte. Sondern sie müssen das reinvestieren in lokale Filme oder lokale Serien. Und das ist doch auf jeden Fall besser, als dass man das Geld einfach irgendwie, oder, in den Himmel aufblasst. Haben die alle aufgepasst? Haben das alle verstanden? Gut. Wir schreiben eine kleine Prüfung am 15. Mai. Gar kein Problem. Hier einfach ein kleines Ja und dann ist das echt so allen garantiert. Nützt allen, schadet niemandem.